Diesen Beitrag widmet Ihnen der Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wir begeben uns in die Einrichtungsberaterschule Kuchl, quasi die Kaderschmiede der Einrichtungsberater. Eine einjährige Schule, die mit den Trends 2019 vollstens vertraut ist. Ich glaube, dass die Trends ausschauen werden, dass die Menschen wieder im Innenbereich mehr Stein und Holz haben wollen, diese klassischen Materialien wie früher. Und dass sie halt weg von der Plastik, also der giftigen Plastikoberfläche weg wollen. Und dass sie mehr auf Naturprodukte und auf Qualität achten. Wenn man zum Beispiel ein Zirbenbeet hat, dann riecht man das im ganzen Haus, dass das eine echte Zirbe ist. Und das kann man mit keinem Plastik oder mit keinem Kunststoff so erreichen. Zurück zu Materialien aus der Natur. Aber auch bei den Farben weiß man jetzt schon, was kommt. Definitiv werden die dunklen Möbel und so weiter auch bleiben. Aber ich denke, dass man auch mit Stoffen wie zum Beispiel Tapeten, Vorhängen und so weiter, dass man da halt einfach einiges machen kann, um das Wohlbefinden eigentlich zu steigern. Weil doch, sage ich jetzt mal, der Alltag ein bisschen grauer ist, vor allem in den Städten und so weiter. Und da muss man schon schauen, dass es eigentlich von der Farbe her, dass man sich wohlfühlt zu Hause. Unsere Zukunft beim Wohnen hat viele Facetten. Und so weiß man jetzt schon, wohin die Reise geht. In der Zukunft schaut man ja, dass man die Klimaerwärmung ein wenig zurückschaltet. Und also das ist auch für die Gesundheit, dass zum Beispiel im Bett kein Metall eingebaut wird, sondern dass das nur aus Holz besteht. Und dass man auch schaut, dass so wenig Kunststoff wie möglich benutzt wird. Gemeinsam die Zukunft gestalten. Mit Ihren Experten vom Einrichtungsfachhandel.